Passagier. Ein Passagier ist ein Fahrgast. Fahrgast auf einem Schiff oder einem Flugzeug. Und auch im Taxi spricht man vom Passagier. Also ein Passagier ist ein Reisender, ein Fahrgast. Und insbesondere Flugzeuge und Schiffe, die für Fahrgäste sind und weniger für den Transport von Waren genutzt werden, werden eben als Passagierschiff bezeichnet, als Passagierflugzeug. In früheren Zeiten gab es auch die Passagierdampfer. Ein Passagier ist also jemand, der sich in Passage befindet. Passieren heißt ja vorübergehen, durchqueren und überqueren. Passage heißt Durchgang und Durchfahrt. Wir sind Passagiere in dieser physischen Welt. Unser Zuhause ist nicht die physische Welt. Unser Zuhause ist Gott. Wir sind in dieser physischen Welt als Passagiere, als Durchreisende. Wir werden diese Welt irgendwann verlassen. Als Passagier kann man neugierig sein, als Passagier kann man vieles erleben und auch als Passagier hat man bestimmte Aufgaben. Es gilt, die Passage gut zu meistern, um dann in die Welt hinter dieser physischen Welt zu kommen.